Jo, hallo Leute, hier ist euer Dirty Mainzer und ich begrüße euch zum vierten Video von meinem Raid Guide. Dieser Part wird eigentlich ziemlich schnell gehen, weil es einfach nicht sehr viel zu tun gibt, also lege ich jetzt auch gleich mal los mit der Erklärung. Und zwar geht es in dem Part um diese Orakel, die helle Töne machen, wenn sie spawnen. Ihr müsst einfach jedes Mal darauf achten, wo die Soundquelle herkommt. Also wenn ihr ein gutes Headset habt, hört ihr definitiv von welcher Seite die Orakel irgendwie spawnen und könnt da direkt reagieren. Teilt euch auf jeden Fall auf, pro Seite von dem Gebiet drei Leute und achtet und guckt, dass ihr die Orakel immer schnell wegkriegt. Die Sache ist, werdet ihr irgendwann markiert von einem Orakel, einfach wieder in die Mitte rennen, euch wieder reinigen lassen und wieder zurück. Das Ganze müsst ihr ein paar Mal wiederholen, irgendwann hört das einfach auf und dann gibt es auch schon Loot das erste Mal. Worauf ihr noch achten solltet, sind auf der Seite, also links, rechts und hinten und ein Stück weiter vorne zum Gegner, spawnen ganz, ganz außen auf der Map so Hobo-Goblins, die euch auf jeden Fall hart unter Beschuss nehmen die ganze Zeit. Um die müsst ihr euch auf jeden Fall kümmern und müsst die schnell wegmachen, sonst könnt ihr euch wirklich hart zusetzen. Die Minotauren und so auch einfach down machen, aber wenn ihr euch, wie gesagt, halt absprecht und so, dann ist das ein Abschnitt, der eigentlich ziemlich schnell erledigt ist. Wirklich eigentlich ziemlich schnell und auch ziemlich einfach.